Kreis. Hier, wo die Helme in die Unstrut mündet, kommt es im März 933 zu einer Schlacht, deren Ausgang über das weitere Schicksal Europas entscheiden soll. Heinrich I., Herzog von Sachsen und König des Ostfränkischen Reichs, will hier mit seinen Kriegern die Ungarn stoppen. Seit 3 Jahrzehnten fallen ihre Reiterhorden immer wieder plündernd und brandschatzend in Heinrichs Reich ein. Den mörderischen Pfeilen der Heiden haben Heinrichs Krieger bislang nichts entgegenzusetzen. Der Bogen der Ungarn ist die Wunderwaffe des 10. Jahrhunderts. Doch diesmal wähnt sich Heinrich gewappnet. Unter dem Schutz seiner kostbarsten Reliquie, der Heiligen Lanze, wagt er die Konfrontation mit dem gefürchteten Feind. Entweder er siegt oder sein Reich wird im Pfeilregen der Ungarn untergehen. Südosten des alten sächsischen Stammesgebiets gelegen. Hier werden die Ungarn im Jahr 907 zum ersten Mal gesichtet. Auf der Suche nach reicher Beute drängen die Reiterhorden des kriegerischen Nomadenvolks immer weiter westwärts und hinterlassen eine Spur des Grauens. Sie plündern, morden und brandschatzen. Und niemand kann die Eindringlinge aufhalten, auch Sachsens Ritter nicht. Denn so plötzlich, wie die Ungarn aus dem Nichts auftauchen, sind sie wieder verschwunden. Ohnmächtig muss Heinrich, der Sohn des Sachsenherzogs Otto, mit ansehen, wie die Ungarn seine Heimat verwüsten, seine Bauern massakrieren. Klosterchroniken jener Zeit beschreiben die Ungarn in den grässlichsten Farben. Wilde Raubtiere seien sie. Kahlgeschoren, bar jeden Mitgefühls würden sie das Blut ihrer Opfer saufen und deren Herzen verschlingen. Aber nicht nur ihre Brutalität macht die Ungarn zum Angstgegner der ostfränkischen Stämme. Mehr noch fürchten die christlichen Ritter die Pfeile der berittenen Heiden, die sie mit unheimlicher Schnelligkeit und Treffsicherheit abfeuern können. Der Bogen der Ungarn ist die Wunderwaffe des 10. Jahrhunderts. Gegen ihn sind Heinrichs schlecht ausgerüstete Sachsen chancenlos. Der Historiker Stefan Weinfurter kennt die wenigen schriftlichen Zeugnisse, die uns aus dieser Zeit überliefert sind, genau. Für das christliche Abendland, so sagt er, waren die Ungarn-Einfälle Katastrophen von biblischer Wucht. Die Ungarn sind in dieser Zeit die Angstgegner der Christen. Ihre Überlegenheit in der Kriegsführung ist so groß, dass weder die Sachsen noch die anderen ostfränkischen Stämme ein Mittel finden, sich dagegen zu wehren. Das führt so weit, dass der damalige Papst Benedikt in die Liturgie ein Bittgebet eingefügt haben soll: Gott, beschütze uns vor dem Pfeilen der Ungarn. Doch wer waren diese Ungarn? Was zog sie nach Westen? Und was hat es mit jener Wunderwaffe auf sich, die selbst gestandene sächsische Krieger wie Heinrich das Fürchten lehrte? Hier auf dem Budapester Heldenplatz steht ein Denkmal, das an die Geburtsstunde der ungarischen Nation erinnert. Im Jahr 896 ließen sich ein halbes Dutzend von Fürst Arpad geführte Nomadenstämme auf dem Gebiet des heutigen Ungarns nieder. Das Ende einer langen Wanderschaft. Die ursprüngliche Heimat der Magyaren lag in den ausgedehnten Steppenzonen südlich des Urals. In einem malerischen, südlich von Budapest gelegenen Tal treffen wir bei unserer Spurensuche auf jene kleinen, wendigen Pferde, mit denen die Ungarn vor mehr als 1000 Jahren nach Westen zogen.
Das 15 Hektar große Areal, auf dem sie weiden, gehört Lajos Kossai. Der Ungar ist Weltmeister im berittenen Bogenschießen. Mit dem Abfeuern von 3 Pfeilen in 5 Sekunden vom galoppierenden Pferd schaffte es Kossai ins Guinness-Buch der Rekorde. Hier lässt der ausgebildete Archäologe die alte Nomadenkultur seiner Vorfahren wieder aufleben. Dazu gehört auch die Rekonstruktion ihrer Waffen und das Studium ihrer alten Angriffstechniken. Ich muss mit dem Pferd von der Hüfte an abwärts verwachsen sein. Oberhalb der Hüfte muss ich den Bogen halten und es gibt daher keine Möglichkeit, die Zügel zur Hilfe zu nehmen. Das bedeutet, wenn ein Pferd mit 50 km pro Stunde läuft und ein abgeschossener Pfeil mit 200 km pro Stunde fliegt, der vom galoppierenden Pferd abgegebene Pfeil eine Anfangsgeschwindigkeit von 250 km pro Stunde hat. Und Tausende dieser schnellen Pfeile ließen die Reiterhorden während einer einzigen Angriffswelle auf ihre Feinde niederregnen. Lajos Kossai beherrscht aber nicht nur die alte Kampftechnik der Ungarn perfekt. Gestützt auf archäologische Funde ist es ihm auch gelungen, den gefürchteten Bogen seiner Ahnen zu rekonstruieren. Nun lässt er die Waffe in seiner eigenen Manufaktur in Serie produzieren. Anders als die aus einem Holzstück gefertigten Stabbögen der christlichen Krieger ist der Bogen der Ungarn aus den verschiedensten Materialien zusammengesetzt. Im 10. Jahrhundert kommen dabei neben Ahornholz auch Hornplättchen, Tiersehnen und Knochenteile zum Einsatz. Das macht die Waffe extrem biegsam. Und zusätzlich sorgen die zurückgebogenen Wurfarme des Bogens auch noch dafür, dass sich der Wirkungsgrad der Waffe beträchtlich erhöht. Der Bogen der Ungarn war ein Reflexbogen in Kompositbauweise. Reflexbogen deshalb, weil der Bogen vor dem Spannen C-förmig ist. Dann wird der Bogen rückwärts gespannt und bereits beim Beginn des Spannens wird eine bedeutende Energie gespeichert. Anders als bei den im christlichen Europa damals gebräuchlichen Graden oder Stabbögen. Das ist das eigentliche Geheimnis des ungarischen Reflexbogens. Von ihrer neuen Heimat, hier in der ungarischen Tiefebene, brechen die Steppenreiter am Beginn des 10. Jahrhunderts zu ausgedehnten Raubzügen in Richtung Westen auf. Die Angriffe werden nicht zentral koordiniert. Einzelne Kriegerhorden verlassen allein oder in losen Verbänden zusammengeschlossen das Karpatenbecken. Ihr bevorzugtes Ziel ist das alte Reich Karls des Großen. Das ehemals so mächtige Frankenreich ist nach langen Erbstreitigkeiten in ein westliches und ein östliches Königreich zerfallen. Aber eine starke Königsmacht gibt es weder hier noch dort. Auch die ostfränkischen Stämme sind heillos zerstritten. Im Mai 919 greift der Sachse Heinrich nach der vakanten Krone des Ostfränkischen Reichs. Hier in Fritzlar will er sich von den Stämmen des Reichs zum König wählen lassen. Heinrich ist jetzt Anfang 40 und seit 7 Jahren Herzog von Sachsen. Bislang kämpfte er gegen die Königsmacht, versuchte mit allen Mitteln die Unabhängigkeit seines Stammes zu wahren. Doch nun bekommt Heinrich die Chance, das Reich unter seiner Führung zu einen, und die will er nutzen. Als König aber muss der Sachse ab jetzt die Interessen des Reiches über die seines Stammes stellen. Und das Reich braucht vor allem eines: Frieden im Innern. Denn so viel ist Heinrich klar, nur gemeinsam können die ostfränkischen Stämme, können Sachsen, Thüringer, Franken, Bayern und Schwaben den Ungarn trotzen. Noch aber hat der Sachse nicht alle ostfränkischen Stämme auf seiner Seite, noch leisten etliche Adlige Widerstand. Mit dem Schwert wird Heinrich sie kaum für sich gewinnen können, daran sind schon seine Vorgänger kläglich gescheitert. Will er ihre Gunst gewinnen, muss er jetzt ein Zeichen setzen. Heinrich hat kluge Berater. Der sächsische Adlige Graf Tietmar gehört zu dem kleinen Zirkel von geistlichen und weltlichen Würdenträgern, denen der Sachse vertraut. Du kannst dem Ganzen nicht davonlaufen, Heinrich. Heinrich, so der Plan, soll auf die feierliche Salbung zum König verzichten. Obgleich man das Öl dafür bereits nach biblischem Rezept anrühren lässt. Ich breche ja nur mit dem Ritual unserer Väter. Nein. Du reichst den Fürsten die Hand
Und Sie werden sie nicht ausschlagen können. Myrrhe, Cassia, Zimt und Kalmus und Olivenöl. Der Stoff, aus dem man Könige macht. Die Salbung symbolisiert das Gottesgnadentum der königlichen Macht. Darauf zu verzichten, fällt Heinrich schwer. Doch er weiß um die Wirkung, die solch spektakulärer Akt auf seine Widersacher hat. Es genügt mir, dass ich wegen Gottes Wohlwollen und eurer Huld König genannt werde. Salbung und Krone aber sollen besseren als mir zuteil werden. Einer so großen Ehre halten wir uns für unwürdig. Heinrich hat auf Krönung und Salbung verzichtet, etwas völlig Ungewöhnliches. Damit will er zum Ausdruck bringen, dass er sich nicht über die anderen erheben will. Er will Primus inter pares sein und damit auch die Stämme und die Herzöge, die sich bisher nicht angeschlossen haben, verweigert haben, gewinnen. Er will sie nicht auf eine untere Ebene drücken, sondern sagen, ich regiere mit euch. Und Heinrichs Politik der ausgestreckten Hand hat Erfolg. Keine zwei Jahre nach seiner Königserhebung hat der Sachse mit allen seinen einstigen Widersachern Freundschaftsbündnisse, sogenannte Amicitiae, geschlossen und damit seine Macht im Reich gesichert. Franken, Bayern, Schwaben, Thüringer, sie alle erkennen Heinrich nun als ihren König an. Wesentlich beschleunigt wird der Wille zur Einheit durch immer dreister werdende Raubzüge der Ungarn. Kein Stamm im Reich kann sich vor den Überfällen der räuberischen Reiterhorden mehr sicher wähnen. Die Bayern verlieren beim verzweifelten Versuch, die Eindringlinge zu stoppen, ihren Herzog. Im Reich macht sich Endzeitstimmung breit. Nicht wenige glauben angesichts der mörderischen Attacken der Steppenreiter an ein himmlisches Strafgericht. Und auch Heinrich, der neue König des Ostfrankenreichs, kann dem grausamen Treiben der Eindringlinge nur ohnmächtig zuschauen. Sie endlich dafür bezahlen. Die mittelalterlichen Chronisten geißeln die Gottlosigkeit und Mordlust der Ungarn. Tatsächlich aber wissen sie von den fremden Eindringlingen so gut wie nichts. Und auch heute gibt das kriegerische Nomadenvolk der Forschung jede Menge Rätsel auf. Wohin sind all die Schätze, all das Gold und die Kostbarkeiten verschwunden, deren Verlust die alten Chroniken wortreich beklagen? In Budapest hoffen wir, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Im Ungarischen Nationalmuseum treffen wir Miklós Tókács. Der renommierte Archäologe hat etliche Grabungen geleitet, aber auf spektakuläre Beutestücke aus dem Westen stieß er dabei nicht. Es ist so, dass wir an den Grabungen nicht Güter aus Westeuropa finden. Alle Güter oder fast alle Güter wurden in Ungarn verschmolzen und in Luxusgeräte umgewandelt, die nach der Art oder nach dem Gefühl der Ungarn gemacht wurden. Im Sommer 2000 fand man im niederösterreichischen Gnadendorf das Grab eines jungen ungarischen Kriegers.
Der knapp 16-Jährige war seinen Verwundungen erlegen und zusammen mit seinem Pferd bestattet worden. Gut 1000 solcher Reitergräber hat man bis heute im alten Siedlungsgebiet der Ungarn freigelegt. Beleg für die innige Beziehung zwischen den Nomadenkriegern und ihren Pferden. Besonders bemerkenswert ist bei dem Gnadendorfer Grab eine Handvoll Silbermünzen, die man unter dem Schädel des Toten fand. Sie alle stammen aus der Zeit um 900. Sie alle wurden in Franken oder Italien geprägt und sie alle sind durchlocht. Diese wurden auch nicht als Münzen genutzt, sondern sie wurden als Zierate verwendet. Das heißt, sie wurden durchgebohrt und sie wurden entweder an der Kleidung oder an die Zahnzeuge aufgenäht. Es gibt eine Sache, das heißt die Repräsentation. Also der reiche Mann sollte sich repräsentieren. Also das sehen wir auch heutzutage. Man fährt ein Ferrari oder ein Lamborghini. Also, und man konnte ein Pferd haben, ein schönes Pferd, aber man sollte daran auch Zahnzeug haben, das vom Gold glänzt. Im Sommer 926 ist es wieder einmal Sachsen, das von den Ungarn heimgesucht wird. Heinrich hat noch immer kein Mittel gefunden, den heidnischen Reiterhorden Einhalt zu gebieten. Er flieht mit seinen Männern in die bei Goslar gelegene Festung Werla und hofft so, den Pfeilen der Ungarn zu entgehen. Heinrich harrt hinter dicken Mauern aus, während die Ungarn seine Dörfer niederbrennen. Selbst der sächsische Hauschronist Widukind von Corvey muss in seiner Sachsengeschichte der Res Geste Saxonicae die Schmach des Königs eingestehen. Die Ungarn steckten Burgen und Flecken in Brand und richteten allerorten ein solches Blutbad an, dass eine gänzliche Entvölkerung drohte. Der König aber vertraute seinen ungeübten und im offenen Krieg mit so einem wilden Stamm unerfahrenen Kriegern nicht. In dieser scheinbar hoffnungslosen Lage kommt Heinrich der Zufall zu Hilfe. Bei einem kleinen Scharmützel fällt seinen Männern ein ungarischer Heerführer in die Hände. Ihr Gefangener entpuppt sich als junger Stammesfürst. Schau, was sich bei uns im Wald verirrt hat. Ihn weg. Ein Glücksfall. Spricht doch einiges dafür, dass dieser Ungar ein Sohn des legendären Großfürsten Arpad gewesen war. In Chronik von Widukind heißt einer der Vornehmen von Ungarn. Das konnte sehr leicht einer der Söhne von Arpad sein, aber es konnte auch ein anderer Vornehmer sein. Es ist ganz sicher, dass diese Person sehr wichtig für die Ungarn war. Die Söhne Arpads sind in den Augen der Ungarn Halbgötter. Wie viele Steppenvölker glauben auch die Magyaren, dass ihr Stamm seine Herkunft der direkten Vereinigung von Mensch und Tier verdankt. Ein falkenähnlicher Raubvogel, der sogenannte Turul, soll, so geht die Sage, eine Stammesschönheit geschwängert und damit die Dynastie der Arpaden begründet haben. Und Heinrichs Gefangener könnte ein Spross dieses von den Ungarn als heilig verehrten Fürstengeschlechts sein. Denn tatsächlich sind die Ungarn nun bereit, mit Heinrich zu verhandeln. Für die Freilassung des Fürstensohns bieten sie dem Sachsen einen befristeten Waffenstillstand an. Der König willigt ein, auch wenn er für diese Atempause teuer bezahlen muss. Die Ungarn fordern für ihre neue Friedfertigkeit eine jährliche Tributzahlung. Heinrich erkennt genau, dass er
mit seinen Kriegern gegen die Ungarn nicht bestehen kann. Sie sind nicht genügend vorbereitet. Er braucht Zeit, er braucht eine Frist, um die entsprechenden Vorbereitungen vornehmen zu können. Und deshalb muss er dieses Abkommen mit den Ungarn schließen. Kurze Zeit später, im Herbst 926, lädt Heinrich die Großen seines Reichs zum Hoftag nach Worms. Hier will er sich mit ihnen über das weitere Vorgehen gegen die Ungarn abstimmen. Wichtigster Baustein der in Worms beschlossenen Abwehrstrategie ist die sogenannte Burgenordnung. Im ganzen Reich sollen Fliehburgen der Bevölkerung im Falle eines Angriffs Schutz bieten. Denn so viel weiß man aus den bisherigen Zusammenstößen mit den Ungarn, für längere Belagerungen fehlt den Reiterhorden die Geduld und das Know-how. Der Bau dieser Befestigungsanlagen obliegt nicht dem Adel, sondern kriegstauglichen Bauern. Sie müssen aus ihren Reihen einen Burgwart bestimmen. Von der Landarbeit befreit, ist er für den Erhalt und die Bevorratung der Wehranlagen zuständig. Und nicht zuletzt für das regelmäßige militärische Training seiner Gefährten. Die Burg wird so zum Sammelplatz, zu einem Ort, an dem man sich nicht nur im Gefahrenfall trifft, sondern auch zu Gerichtsverhandlungen und großen Gelagen. Doch mit solchen Schlupflöchern allein kann Heinrich sein Reich auf Dauer nicht vor den beutesuchenden Ungarn schützen. Ebenso wichtig wie Burgen, in denen das Volk Zuflucht finden kann, ist ein Heer, das stark genug sein muss, um den Angreifern auch auf dem offenen Feld die Stirn bieten zu können. Nur gegen die schnellen Pferde und Pfeile der Ungarn konnten seine in Leinen gehüllten Fußtruppen bislang wenig ausrichten. Heinrich reformiert das schwerfällige ostfränkische Wehrsystem radikal. Das Kriegshandwerk wird professionalisiert. Seine Männer lernen neue Kampftaktiken und bekommen eine Ausrüstung, die sie endlich vor den gefährlichen Pfeilen der Ungarn schützt. Fast ein Jahr Arbeitszeit kostet solch eine Panzerung. Der Preis eines einzigen Kettenhemdes liegt bei 600 Gramm Silber, der eines Kampfpferdes bei 300 Gramm. Heinrich ist sehr planmäßig vorgegangen. Er braucht zunächst mal eine professionelle Kriegertruppe. Er gibt den Befehl aus, dass jeder neunte Mann sich speziell auf das Kriegshandwerk konzentriert. Die acht anderen müssen ihn verpflegen. Und das sind Vorbereitungen, die er dann auch immer wieder erprobt, etwa in Kämpfen gegen die Slawen, um zu sehen, wie weit sind wir schon bei den Vorbereitungen. Doch fast noch wichtiger als militärisches Training und Kettenhemden, das weiß Heinrich, ist ein fester Glaube. Die ostfränkischen Krieger sind erst seit wenigen Generationen Christen. Ihr Gottvertrauen steht auf tönernen Füßen und ihr Lebenswandel ist oft alles andere als christlich. Gegen die wilden Steppenreiter können Heinrichs Männer aber nur siegen, wenn sie den Tod nicht fürchten und den Kampf gegen die Heiden als gottgefällige Tat ansehen. Und so beginnt der Sachse nun auch, seine Ritter zur Einhaltung ihrer religiösen Pflichten anzuhalten, sie in ihrem christlichen Glauben zu stärken. Quedlinburg im östlichen Harzvorland. Diesen Ort macht Heinrich I. zum religiösen Zentrum seiner Herrschaft. Hier verbringt der König nachweislich den Großteil der Osterfeste. Hier will er bestattet werden. Und hier gründet er auch ein Frauenstift für die Damen des Adels. Sie sollen nach Heinrichs Tod das Gedächtnis an den König und seine Getreuen wachhalten
und ihnen durch ihre Fürbitten die Tür zum Paradies öffnen. Und die Großen des Reichs gehen sogenannte Gebetsverbrüderungen ein, um den Zusammenhalt in den eigenen Reihen zu stärken. Die Gebetsverbrüderungen sind in dieser Zeit eine ganz wesentliche Klammer für die Elite. Man verpflichtet sich, füreinander zu beten und hebt damit diese neue enge Gemeinschaft auf eine höhere moralisch-religiöse Ebene und verpflichtet sich, gemeinschaftlich nun zusammenzustehen im Kampf gegen die Ungarn und andere Feinde. Die Ungarn holen sich bei ihren Schamanen Mut, bevor sie zu ihren Plünderungszügen aufbrechen. Sie bitten ihre Tierahnen um Beistand, lassen sich durch magische Rituale den Glauben an die eigene Unbesiegbarkeit einimpfen. Ein Falke am Horizont genügt, um sie furchtlos in den Kampf ziehen zu lassen. Der Gott der Christen dagegen ist unsichtbar. Ja, er schickt nicht einmal Blitze vom Himmel, um die Ungläubigen zu strafen. Was Heinrich also fehlt, ist ein magisches Symbol, ein göttliches Siegeszeichen, das auch seinen Krieger in den Rücken stärkt. Und das besorgt er sich nun. Hier in der Schatzkammer der Wiener Hofburg lagern die Herrschaftsinsignien der Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Eines der ältesten Stücke dieses Schatzes ist die Sacra Lancea, die Heilige Lanze. Angeblich soll in ihrer Spitze einer jener Nägel eingearbeitet sein, mit denen man Jesus ans Kreuz schlug. Die Waffe selbst soll dem römischen Offizier und späteren Märtyrer Longinus gehört haben, der sie in die Seite des Gekreuzigten stieß und so mit dem Blut Jesu tränkte. Die heilige Lanze, die man erst im 14. Jahrhundert mit einer goldenen Manschette verzierte, gilt als eine der kostbarsten Reliquien der Christenheit. Nach zähen Verhandlungen bekommt Heinrich die heilige Lanze vom König von Burgund. Auch wenn er im Gegenzug dafür Teile des Herzogtums Schwaben an seinen Nachbarn abtreten muss. Ein Stück Holz und etwas Eisen. Diese Lanze ist genau das so dringend benötigte Symbol, um auch ideologisch für den Kampf gegen die Ungarn gerüstet zu sein. Und dafür habe ich mich nun von einem saftigen Stück des Schwabenlandes getrennt. Das ist es wert. Denn jetzt werden dir alle folgen, wenn du in den Kampf ziehst. Heinrich I. erwirbt die heilige Lanze vom Burgunderkönig und dass er ihm ein Stück im Südwesten des Herzogtums Schwaben überlässt, zeigt, wie wertvoll ihm dieses Symbol ist. Und er braucht sie, denke ich, im Kampf gegen die Ungarn als Siegeszeichen, als göttliches Siegeszeichen, als Garant für den Sieg gegen die Ungarn. Jetzt endlich hält Heinrich den Zeitpunkt für gekommen, das Ungarn-Problem ein für allemal zu lösen. 932 lädt der König zu einer großen Reichssynode nach Erfurt. Hier holt sich Heinrich die Zustimmung der Großen des Reichs für seinen Schlag gegen die Ungarn ein. Als nur kurze Zeit später die Emissäre der Ungarn eintreffen, um den jährlichen Tribut für ihr Stillhalten einzutreiben, kommt es zum Eklat. Es ist angerichtet.
Stadt Gold, so die Legende, soll Heinrich den Heiden einen Hundekadaver präsentiert haben. Lasst ihn. Damit ist der Waffenstillstand aufgekündigt. Heinrich behält das Gold und wappnet das Reich gegen den erwarteten Rachefeldzug der Ungarn. Doch richtig ernst scheinen die Ungarn ihren neuen alten Feind aus Sachsen nicht zu nehmen. Denn als sie Anfang 933 aus der Theißebene aufbrechen, zieht nur ein kleiner Teil nach Nordwesten, während das Gros der Reiterhorden plündernd ins reiche Italien einfällt. Wie viele ungarische Krieger das frühdeutsche Reich ansteuern, wissen wir nicht. Wohl aber, dass sich dieser Trupp noch einmal teilt, als er Thüringen erreicht. Die eine, nun nach Südwesten ziehende Reiterhorde wird Anfang März 933 von einem sächsisch-thüringischen Kriegerverband gestellt und nach einer ersten Attacke zum Nahkampf gezwungen. Dem Scharmützel fällt der Anführer des Ungarntrupps. Seine Männer können ihre Bögen nicht mehr einsetzen und suchen das Heil in der Flucht. In der schriftlichen Überlieferung gibt es etliche Beispiele dafür, dass die Ungarn als neue Hunden dargestellt werden, dass die Ungarn eine Taktik der Steppe verwendet haben. Also die ungarischen Reiterscharen waren sehr wendig, sie waren sehr gut organisiert und probierten sich immer ohne größere Schlachten durchzusetzen. Und wenn es zu einer Schlacht gekommen ist, probierten sie ihre Gegner mit Bogen und Pfeil zu vernichten. Aber damit kommen sie diesmal nicht durch. Die ostfränkischen Krieger haben ihre Hausaufgaben gemacht. Heinrich erwartet mit dem Gros seiner Männer den zweiten Ungarnverband, der in Richtung Unstrut reitet. Besser hätte es für den Sachsen gar nicht laufen können, denn hier hat er die Möglichkeit, die Reiterhorden in einer offenen Feldschlacht zu stellen. Zufall oder eine göttliche Fügung, dass mit der Morgendämmerung das Fest des heiligen Longinus anbricht. Der Ehrentag jenes römischen Offiziers und christlichen Märtyrers also, dessen Lanze Heinrich nun als Siegeszeichen mit sich führt. Es ist Zeit. Die Schlacht von Riade findet am 15. März statt. Das muss man beachten. Das ist der Festtag des heiligen Longinus. Und im Mittelalter spielen solche Festtage immer eine ganz große Rolle. Unter dem Schutz des Tagesheiligen wird die Schlacht geführt. In den Chroniken wird der Ort, an dem Heinrich mit seinem Heer auf die Ungarn stößt, Riade genannt. Einen Flecken gleichen Namens gibt es heute nicht mehr. Aber vieles spricht dafür, dass sich die Schlacht hier im südöstlichen Harzvorland in der Nähe von Kalbsried ereignet haben muss. Von dem Chronisten Luitprand von Cremona sind die Worte überliefert, mit denen Heinrich seine Männer auf den Kampf mit den noch immer gefürchteten Ungarn eingestimmt haben soll. Männer! Niemand soll dem anderen vorauseilen, auch wenn er das schnellere Pferd hat.
Deckt euch gegenseitig mit den Schilden und empfangt so die ersten Pfeile des Feindes. Heinrich selbst führt seine Krieger in die Schlacht. Mit dabei die Heilige Lanze, sein kostbares Siegeszeichen. Viele Jahre hat Heinrich auf diesen Tag gewartet. Genügend Zeit, um die Taktik des Feindes genauestens zu studieren. Wartet! Lasst sie kommen! Bislang hatten stets die Ungarn das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Jetzt dreht Heinrich den Spieß um. Der König startet mit einem Täuschungsmanöver. Er lässt einen kleinen Trupp seiner Fußsoldaten gegen die Ungarn antreten, die alte, unzulängliche sächsische Kampftechnik simulierend. Heinrichs Plan geht auf. Die Ungarn reiten in die Falle. Ganz ruhig! Denn jetzt lässt Heinrich seine schweren Panzerreiter aus ihrer Deckung heraus auf den Feind losstürmen. Von der unerwarteten Attacke völlig überrumpelt, ergreifen die Ungarn die Flucht. Heinrich lässt sie ziehen. Seine Panzerreiter haben gegen die ausdauernden Steppenpferde der fliehenden Ungarn keine Chance. Die Zahl der getöteten Feinde hält sich in Grenzen. Und nüchtern betrachtet verdient die Auseinandersetzung von Riade nicht einmal die Bezeichnung Schlacht. Trotzdem ist die Signalwirkung, die von Heinrichs Sieg über die Ungarn ausgeht, gewaltig. Der Unbesiegbarkeitsnimbus der Magyaren ist nun gebrochen. Und die Steppenreiter selbst sind so demoralisiert, dass sie zu Lebzeiten Heinrichs des Ersten keinen neuen Angriff auf das Reich mehr wagen. Noch 300 Jahre später wird die Schlacht von Riade in der sächsischen Weltchronik als epochaler Triumph des Königs über die Heiden gefeiert. Heinrich steht jetzt im Zenit seiner Macht. Mit dem Sieg über die Ungarn hat der Sachse sein Königtum zementiert. Niemand im ehemals so zerstrittenen Reich wagt es noch, sich seinem Willen zu widersetzen. Auch nicht, als Heinrich im Frühsommer 936 zum Hoftag nach Erfurt lädt, um dem versammelten Adel seinen Nachfolger zu präsentieren. Der König ist jetzt 60 und von einem Schlaganfall schwer gezeichnet. Er weiß, dass seine Tage gezählt sind und will nicht, dass das Reich nach seinem Tod erneut im Chaos versinkt. Und die Gefahr besteht. Schließlich hat der König 4 Söhne und bislang war es in den fränkischen Herrscherhäusern Brauch, das Land unter den männlichen Nachkommen aufzuteilen. Mit dieser unseligen Tradition will Heinrich jetzt brechen. Das Reich soll komplett in die Hand seines Lieblingssohnes Otto übergehen. Otto allein soll die Königswürde erben. Und diesem schon lang gehegten Plan Heinrichs, den er bereits in der sogenannten Hausordnung von 929 fixieren ließ, geben nun auch die Großen des Reichs ihre Zustimmung. Die sogenannte Hausordnung, die Hausordnung von 929, kann man als sensationell bezeichnen. Hier regelt Heinrich I. seine Nachfolge in neuartiger Weise. Er bestimmt, dass nur einer seiner Söhne, Otto der Große, sein Nachfolger wird. Einer seiner Söhne. Damit beginnt die Monarchie, das Einkönigtum. Das ist insofern wegweisend, als damit auch das Reich als Einheit für die Zukunft gewährleistet ist, die Einheit des Reiches, und damit die Grundlagen für ein späteres Deutschland gelegt werden. Nach der öffentlichen Kür seines Sohnes Otto zum künftigen Herrscher des Ostfränkischen Reichs
begibt sich der König nach Sachsen. Heinrich will in der Heimat den Tod erwarten. Ziel der ersten Reiseetappe ist die Pfalz Memleben. Hier erleidet der geschwächte König einen zweiten Schlaganfall, an dessen Folgen er am 2. Juli des Jahres 936 stirbt. Wunschgemäß findet Heinrich auf dem Burgberg in Quedlinburg seine letzte Ruhe. Hier in der Krypta der Stiftskirche lässt Königin Mathilde ihren Gatten beisetzen. Doch nach den sterblichen Überresten des Ungarnbezwingers sucht man heute hier vergeblich. Die Gebeine Heinrichs des Ersten sind verschollen. Heinrichs Lebenswerk aber, die Vereinigung der alten Stammesherzogtümer der Sachsen, Thüringer, Bayern, Schwaben, Franken und Lothringer zu einem wehrhaften, starken Reich, hatte Bestand. Als König schuf der Sachse die Grundlage für unser heutiges Deutschland. Mit Heinrich dem I. saß der erste Sachse auf dem Königsthron. Er ist der Stammvater der Ottonen. Sein Sohn Otto I. wird sein Werk vollenden. Er wird die Ungarn endgültig besiegen und sich in Rom die Kaiserkrone aufs Haupt setzen lassen. Nun beginnen die Deutschen, Geschichte zu schreiben. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Geschichten auf. Die Angriffe werden nicht zentral koordiniert. Einzelne Kriegerhorden verlassen allein oder in losen Verbänden zusammengeschlossen das Karpatenbecken. Ihr bevorzugtes Ziel ist das alte Reich Karls des Großen. Das ehemals so mächtige Frankenreich ist nach langen Erbstreitigkeiten in ein westliches und ein östliches Königreich zerfallen. Aber eine starke Königsmacht gibt es weder hier noch dort. Auch die ostfränkischen Stämme sind heillos zerstritten. Im Mai 919 greift der Sachse Heinrich nach der vakanten Krone des Ostfränkischen Reichs. Hier in Fritzlar will er sich von den Stämmen des Reichs zum König wählen lassen. Heinrich ist jetzt Anfang 40 und seit 7 Jahren Herzog von Sachsen. Bislang kämpfte er gegen die Königsmacht, versuchte mit allen Mitteln die Unabhängigkeit seines Stammes zu wahren. Doch nun bekommt Heinrich die Chance, das Reich unter seiner Führung zu einen, und die will er nutzen. Als König aber muss der Sachse ab jetzt die Interessen des Reiches über die seines Stammes stellen. Und das Reich braucht vor allem eines: Frieden im Innern. Denn so viel ist Heinrich klar: Nur gemeinsam können die ostfränkischen Stämme, können Sachsen, Thüringer, Franken, Bayern und Schwaben den Ungarn trotzen. Noch aber hat der Sachse nicht alle ostfränkischen Stämme auf seiner Seite, noch leisten etliche Adlige Widerstand. Mit dem Schwert wird Heinrich sie kaum für sich gewinnen können, daran sind schon seine Vorgänger kläglich gescheitert. Will er ihre Gunst gewinnen, muss er jetzt ein Zeichen setzen. Heinrich hat kluge Berater. Der sächsische Adlige Graf Tietmar gehört zu dem kleinen Zirkel von geistlichen und weltlichen Würdenträgern, denen der Sachse vertraut. Du kannst dem Ganzen nicht davonlaufen, Heinrich. Heinrich, so der Plan, soll auf die feierliche Salbung zum König verzichten. Obgleich man das Öl dafür bereits nach biblischem Rezept anrühren lässt. Ich breche ja nur mit dem Ritual unserer Väter.
reichst den Fürsten die Hand. Und sie werden sie nicht ausschlagen können. Myrrhe, Kassia, Zimt und Kalmus und Olivenöl. Der Stoff, aus dem man Könige macht. Die Salbung symbolisiert das Gottesgnadentum der königlichen Macht. Darauf zu verzichten, fällt Heinrich schwer. Doch er weiß um die Wirkung, die solch spektakulärer Akt auf seine Widersacher hat. Es genügt mir, dass ich wegen Gottes Wohlwollen und eurer Huld König genannt werde. Salbung und Krone aber sollen besseren als mir zuteil werden. Einer so großen Ehre halten wir uns für unwürdig. Heinrich hat auf Krönung und Salbung verzichtet, etwas völlig Ungewöhnliches. Damit will er zum Ausdruck bringen, dass er sich nicht über die anderen erheben will. Er will Primus inter pares sein und damit auch die Stämme und die Herzöge, die sich bisher nicht angeschlossen haben, verweigert haben, gewinnen. Er will sie nicht auf eine untere Ebene drücken, sondern sagen, ich regiere mit euch. Und Heinrichs Politik der ausgestreckten Hand hat Erfolg. Keine zwei Jahre nach seiner Königserhebung hat der Sachse mit allen seinen einstigen Widersachern Freundschaftsbündnisse, sogenannte Amicitiae, geschlossen und damit seine Macht im Reich gesichert. Franken, Bayern, Schwaben, Thüringer, sie alle erkennen Heinrich nun als ihren König an. Wesentlich beschleunigt wird der Wille zur Einheit durch immer dreister werdende Raubzüge der Ungarn. Kein Stamm im Reich kann sich vor den Überfällen der räuberischen Reiterhorden mehr sicher wähnen. Die Bayern verlieren beim verzweifelten Versuch, die Eindringlinge zu stoppen, ihren Herzog. Im Reich macht sich Endzeitstimmung breit. Nicht wenige glauben angesichts der mörderischen Attacken der Steppenreiter an ein himmlisches Strafgericht. Und auch Heinrich, der neue König des Ostfrankenreichs, kann dem grausamen Treiben der Eindringlinge nur ohnmächtig zuschauen. Sie endlich dafür bezahlen. Die mittelalterlichen Chronisten geißeln die Gottlosigkeit und Mordlust der Ungarn. Tatsächlich aber wissen sie von den fremden Eindringlingen so gut wie nichts. Und auch heute gibt das kriegerische Nomadenvolk der Forschung jede Menge Rätsel auf. Wohin sind all die Schätze, all das Gold und die Kostbarkeiten verschwunden, deren Verlust die alten Chroniken wortreich beklagen? In Budapest hoffen wir, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Im Ungarischen Nationalmuseum treffen wir Miklós Tókács. Der renommierte Archäologe hat etliche Grabungen geleitet, aber auf spektakuläre Beutestücke aus dem Westen stieß er dabei nicht. Es ist so, dass wir an den Grabungen Güter aus Westeuropa finden. Alle Güter oder fast alle Güter wurden in Ungarn verschmolzen und in Luxusgeräte umgewandelt, die nach der Art oder nach dem Gefühl der Ungarn gemacht wurden. Im Sommer 2000 fand man im niederösterreichischen Gnadendorf das Grab eines jungen ungarischen Kriegers. Kreis.
Hier, wo die Helme in die Unstrut mündet, kommt es im März 933 zu einer Schlacht, deren Ausgang über das weitere Schicksal Europas entscheiden soll. Heinrich I., Herzog von Sachsen und König des Ostfränkischen Reichs, will hier mit seinen Kriegern die Ungarn stoppen. Seit 3 Jahrzehnten fallen ihre Reiterhorden immer wieder plündernd und brandschatzend in Heinrichs Reich ein. Den mörderischen Pfeilen der Heiden haben Heinrichs Krieger bislang nichts entgegenzusetzen. Der Bogen der Ungarn ist die Wunderwaffe des 10. Jahrhunderts. Doch diesmal wähnt sich Heinrich gewappnet. Unter dem Schutz seiner kostbarsten Reliquie, der Heiligen Lanze, wagt er die Konfrontation mit dem gefürchteten Feind. Entweder er siegt, oder sein Reich wird im Pfeilregen der Ungarn untergehen. Südosten des alten sächsischen Stammesgebiets gelegen. Hier werden die Ungarn im Jahr 907 zum ersten Mal gesichtet. Auf der Suche nach reicher Beute drängen die Reiterhorden des kriegerischen Nomadenvolks immer weiter westwärts und hinterlassen eine Spur des Grauens. Sie plündern, morden und brandschatzen. Und niemand kann die Eindringlinge aufhalten, auch Sachsens Ritter nicht. Denn so plötzlich, wie die Ungarn aus dem Nichts auftauchen, sind sie wieder verschwunden. Ohnmächtig muss Heinrich, der Sohn des Sachsenherzogs Otto, mit ansehen, wie die Ungarn seine Heimat verwüsten, seine Bauern massakrieren. Klosterchroniken jener Zeit beschreiben die Ungarn in den grässlichsten Farben. Wilde Raubtiere seien sie. Kahlgeschoren, bar jeden Mitgefühls, würden sie das Blut ihrer Opfer saufen und deren Herzen verschlingen. Aber nicht nur ihre Brutalität macht die Ungarn zum Angstgegner der ostfränkischen Stämme. Mehr noch fürchten die christlichen Ritter die Pfeile der berittenen Heiden, die sie mit unheimlicher Schnelligkeit und Treffsicherheit abfeuern können. Der Bogen der Ungarn ist die Wunderwaffe des 10. Jahrhunderts. Gegen ihn sind Heinrichs schlecht ausgerüstete Sachsen chancenlos. Der Historiker Stefan Weinfurter kennt die wenigen schriftlichen Zeugnisse, die uns aus dieser Zeit überliefert sind, genau. Für das christliche Abendland, so sagt er, waren die Ungarn-Einfälle Katastrophen von biblischer Wucht. Die Ungarn sind in dieser Zeit die Angstgegner der Christen. Ihre Überlegenheit in der Kriegsführung ist so groß, dass weder die Sachsen noch die anderen ostfränkischen Stämme ein Mittel finden, sich dagegen zu wehren. Das führt so weit, dass der damalige Papst Benedikt in die Liturgie ein Bittgebet eingefügt haben soll: Gott beschütze uns vor dem Fallen der Ungarn. Doch wer waren diese Ungarn? Was zog sie nach Westen? Und was hat es mit jener Wunderwaffe auf sich, die selbst gestandene sächsische Krieger wie Heinrich das Fürchten lehrte? Hier auf dem Budapester Heldenplatz steht ein Denkmal, das an die Geburtsstunde der ungarischen Nation erinnert. Im Jahr 896 ließen sich ein halbes Dutzend von Fürst Arpad geführte Nomadenstämme auf dem Gebiet des heutigen Ungarns nieder. Das Ende einer langen Wanderschaft. Die ursprüngliche Heimat der Magyaren lag in den ausgedehnten Steppenzonen südlich des Urals. In einem malerischen, südlich von Budapest gelegenen Tal treffen wir bei unserer Spurensuche auf jene kleinen, wendigen Pferde, mit denen die Ungarn vor mehr als 1000 Jahren nach Westen zogen.
Das 15 Hektar große Areal, auf dem sie weiden, gehört Lajos Kossai. Der Ungar ist Weltmeister im berittenen Bogenschießen. Mit dem Abfeuern von 3 Pfeilen in 5 Sekunden vom galoppierenden Pferd schaffte es Kossai ins Guinness-Buch der Rekorde. Hier lässt der ausgebildete Archäologe die alte Nomadenkultur seiner Vorfahren wieder aufleben. Dazu gehört auch die Rekonstruktion ihrer Waffen und das Studium ihrer alten Angriffstechniken. Ich muss mit dem Pferd von der Hüfte an abwärts verwachsen sein. Oberhalb der Hüfte muss ich den Bogen halten und es gibt daher keine Möglichkeit, die Zügel zur Hilfe zu nehmen. Das bedeutet, wenn ein Pferd mit 50 km pro Stunde läuft und ein abgeschossener Pfeil mit 200 km pro Stunde fliegt, der vom galoppierenden Pferd abgegebene Pfeil eine Anfangsgeschwindigkeit von 250 km pro Stunde hat. Und Tausende dieser schnellen Pfeile ließen die Reiterhorden während einer einzigen Angriffswelle auf ihre Feinde niederregnen. Lajos Kossai beherrscht aber nicht nur die alte Kampftechnik der Ungarn perfekt. Gestützt auf archäologische Funde ist es ihm auch gelungen, den gefürchteten Bogen seiner Ahnen zu rekonstruieren. Nun lässt er die Waffe in seiner eigenen Manufaktur in Serie produzieren. Anders als die aus einem Holzstück gefertigten Stabbögen der christlichen Krieger ist der Bogen der Ungarn aus den verschiedensten Materialien zusammengesetzt. Im 10. Jahrhundert kommen dabei neben Ahornholz auch Hornplättchen, Tiersehnen und Knochenteile zum Einsatz. Das macht die Waffe extrem biegsam. Und zusätzlich sorgen die zurückgebogenen Wurfarme des Bogens auch noch dafür, dass sich der Wirkungsgrad der Waffe beträchtlich erhöht. Der Bogen der Ungarn war ein Reflexbogen in Kompositbauweise. Reflexbogen deshalb, weil der Bogen vor dem Spannen C-förmig ist. Dann wird der Bogen rückwärts gespannt und bereits beim Beginn des Spannens wird eine bedeutende Energie gespeichert. Anders als bei den im christlichen Europa damals gebräuchlichen Graden oder Stabbögen. Das ist das eigentliche Geheimnis des ungarischen Reflexbogens. Von ihrer neuen Heimat, hier in der ungarischen Tiefebene, brechen die Steppenreiter am Beginn des 10. Jahrhunderts zu ausgedehnten Raubzügen in Richtung West. Seine Männer lernen neue Kampftaktiken und bekommen eine Ausrüstung, die sie endlich vor den gefährlichen Pfeilen der Ungarn schützt. Fast ein Jahr Arbeitszeit kostet solch eine Panzerung. Der Preis eines einzigen Kettenhemdes liegt bei 600 Gramm Silber, der eines Kampfpferdes bei 300 Gramm. Heinrich ist sehr planmäßig vorgegangen. Er braucht zunächst mal eine professionelle Kriegertruppe. Er gibt den Befehl aus, dass jeder 9. Mann sich speziell auf das Kriegshandwerk konzentriert. Die 8 anderen müssen ihn verpflegen. Und das sind Vorbereitungen, die er dann auch immer wieder erprobt, etwa in Kämpfen gegen die Slawen, um zu sehen, wie weit sind wir schon bei den Vorbereitungen. Doch fast noch wichtiger als militärisches Training und Kettenhemden, das weiß Heinrich, ist ein fester Glaube. Die ostfränkischen Krieger sind erst seit wenigen Generationen Christen. Ihr Gottvertrauen steht auf tönernen Füßen und ihr Lebenswandel ist oft alles andere als christlich. Gegen die wilden Steppenreiter können Heinrichs Männer aber nur siegen, wenn sie den Tod nicht fürchten und den Kampf gegen die Heiden als gottgefällige Tat ansehen. Und so beginnt der Sachse nun auch, seine Ritter zur Einhaltung ihrer religiösen Pflichten anzuhalten, sie in ihrem christlichen Glauben zu stärken. Quedlinburg im östlichen Harzvorland. Diesen Ort macht Heinrich I. zum religiösen Zentrum seiner Herrschaft. Hier verbringt der König nachweislich den Großteil der Osterfeste. Hier will er bestattet werden. Und hier gründet er auch ein Frauenstift für die Damen des Adels.
Sie sollen nach Heinrichs Tod das Gedächtnis an den König und seine Getreuen wachhalten und ihnen durch ihre Fürbitten die Tür zum Paradies öffnen. Und die Großen des Reichs gehen sogenannte Gebetsverbrüderungen ein, um den Zusammenhalt in den eigenen Reihen zu stärken. Die Gebetsverbrüderungen sind in dieser Zeit eine ganz wesentliche Klammer für die Elite. Man verpflichtet sich, füreinander zu beten und hebt damit diese neue enge Gemeinschaft auf eine höhere moralisch-religiöse Ebene und verpflichtet sich, gemeinschaftlich nun zusammenzustehen im Kampf gegen die Ungarn und andere Feinde. Die Ungarn holen sich bei ihren Schamanen Mut, bevor sie zu ihren Plünderungszügen aufbrechen. Sie bitten ihre Tierahnen um Beistand, lassen sich durch magische Rituale den Glauben an die eigene Unbesiegbarkeit einimpfen. Ein Falke am Horizont genügt, um sie furchtlos in den Kampf ziehen zu lassen. Der Gott der Christen dagegen ist unsichtbar. Ja, er schickt nicht einmal Blitze vom Himmel, um die Ungläubigen zu strafen. Was Heinrich also fehlt, ist ein magisches Symbol, ein göttliches Siegeszeichen, das auch seinen Krieger in den Rücken stärkt. Und das besorgt er sich nun. Hier in der Schatzkammer der Wiener Hofburg lagern die Herrschaftsinsignien der Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Eines der ältesten Stücke dieses Schatzes ist die Sacra Lancea, die Heilige Lanze. Angeblich soll in ihrer Spitze einer jener Nägel eingearbeitet sein, mit denen man Jesus ans Kreuz schlug. Die Waffe selbst soll dem römischen Offizier und späteren Märtyrer Longinus gehört haben, der sie in die Seite des Gekreuzigten stieß und so mit dem Blut Jesu tränkte. Die heilige Lanze, die man erst im 14. Jahrhundert mit einer goldenen Manschette verzierte, gilt als eine der kostbarsten Reliquien der Christenheit. Nach zähen Verhandlungen bekommt Heinrich die heilige Lanze vom König von Burgund. Auch wenn er im Gegenzug dafür Teile des Herzogtums Schwaben an seinen Nachbarn abtreten muss. Ein Stück Holz und etwas Eisen. Diese Lanze ist genau das so dringend benötigte Symbol, um auch ideologisch für den Kampf gegen die Ungarn gerüstet zu sein. Und dafür habe ich mich nun von einem saftigen Stück des Schwabenlandes getrennt. Das ist es wert. Denn jetzt werden dir alle folgen, wenn du in den Kampf ziehst. Heinrich I. erwirbt die heilige Lanze vom Burgunderkönig und dass er ihm ein Stück im Südwesten des Herzogtums Schwaben überlässt, zeigt, wie wertvoll ihm dieses Symbol ist. Und er braucht sie, denke ich, im Kampf gegen die Ungarn als Siegeszeichen, als göttliches Siegeszeichen, als Garant für den Sieg gegen die Ungarn. Jetzt endlich hält Heinrich den Zeitpunkt für gekommen, das Ungarn-Problem ein für allemal zu lösen. 932 lädt der König zu einer großen Reichssynode nach Erfurt. Hier holt sich Heinrich die Zustimmung der Großen des Reichs für seinen Schlag gegen die Ungarn ein. Als nur kurze Zeit später die Emissäre der Ungarn eintreffen, um den jährlichen Tribut für ihr Stillhalten einzutreiben, kommt es zum Eklat. Es ist angerichtet.
Stadt Gold, so die Legende, soll Heinrich den Heiden einen Hundekadaver präsentiert haben. Lass ihn. Damit ist der Waffenstillstand aufgekündigt. Heinrich behält das Gold und wappnet das Reich gegen den erwarteten Rachefeldzug der Ungarn. Doch richtig ernst scheinen die Ungarn ihren neuen alten Feind aus Sachsen nicht zu nehmen. Denn als sie Anfang 933 aus der Theißebene aufbrechen, zieht nur ein kleiner Teil nach Nordwesten, während das Gros der Reiterhorden plündernd ins reiche Italien einfällt. Wie viele ungarische Krieger das frühdeutsche Reich ansteuern, wissen wir nicht. Wohl aber, dass sich dieser Trupp noch einmal teilt, als er Thüringen erreicht. Die eine, nun nach Südwesten ziehende Reiterhorde wird Anfang März 933 von einem sächsisch-thüringischen Kriegerverband gestellt und nach einer ersten Attacke zum Nahkampf gezwungen. Dem Scharmützel fällt der Anführer des Ungarntrupps. Seine Männer können ihre Bögen nicht mehr einsetzen und suchen das Heil in der Flucht. In der schriftlichen Überlieferung gibt es etliche Beispiele dafür, dass die Ungarn als neue Hunden dargestellt werden, dass die Ungarn eine Taktik der Steppe verwendet habe. Also die ungarischen Reiterscharen waren sehr wendig, sie waren sehr gut organisiert und probierten sich immer ohne größere Schlachten durchzusetzen. Und wenn es zu einer Schlacht gekommen ist, probierten sie ihre Gegner mit Bogen und Pfeil zu vernichten. Aber damit kommen sie diesmal nicht durch. Die ostfränkischen Krieger haben ihre Hausaufgaben gemacht. Heinrich erwartet mit dem Gros seiner Männer den zweiten Ungarnverband, der in Richtung Unstrut reitet. Besser hätte es für den Sachsen gar nicht laufen können, denn hier hat er die Möglichkeit, die Reiterhorden in einer offenen Feldschlacht zu stellen. Zufall oder eine göttliche Fügung, dass mit der Morgendämmerung das Fest des heiligen Longinus anbricht. Der Ehrentag jenes römischen Offiziers und christlichen Märtyrers also, dessen Lanze Heinrich nun als Siegeszeichen mit sich führt. Es ist Zeit. Die Schlacht von Riade findet am 15. März statt. Das muss man beachten. Das ist der Festtag des heiligen Longinus. Und im Mittelalter spielen solche Festtage immer eine ganz große Rolle. Unter dem Schutz des Tagesheiligen wird die Schlacht geführt. In den Chroniken wird der Ort, an dem Heinrich mit seinem Heer auf die Ungarn stößt, Riade genannt. Einen Flecken gleichen Namens gibt es heute nicht mehr. Aber vieles spricht dafür, dass sich die Schlacht hier im südöstlichen Harzvorland in der Nähe von Kalbsried ereignet haben muss. Von dem Chronisten Luitprand von Cremona sind die Worte überliefert, mit denen Heinrich seine Männer auf den Kampf mit den noch immer gefürchteten Ungarn eingestimmt haben soll. Niemand soll dem anderen vorauseilen, auch wenn er das schnellere Pferd hat.
Deckt euch gegenseitig mit den Schilden und empfangt so die ersten Pfeile des Feindes. Heinrich selbst führt seine Krieger in die Schlacht. Mit dabei die heilige Lanze, sein kostbares Siegeszeichen. Viele Jahre hat Heinrich auf diesen Tag gewartet. Genügend Zeit, um die Taktik des Feindes genauestens zu studieren. Wartet! Lasst sie kommen! Bislang hatten stets die Ungarn das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Jetzt dreht Heinrich den Spieß um. Der König startet mit einem Täuschungsmanöver. Er lässt einen kleinen Trupp seiner Fußsoldaten gegen die Ungarn antreten, die alte, unzulängliche sächsische Kampftechnik simulierend. Heinrichs Plan geht auf. Die Ungarn reiten in die Falle. Ganz ruhig! Denn jetzt lässt Heinrich seine schweren Panzerreiter aus ihrer Deckung heraus auf den Feind losstürmen. Von der unerwarteten Attacke völlig überrumpelt, ergreifen die Ungarn die Flucht. Heinrich lässt sie ziehen. Seine Panzerreiter haben gegen die ausdauernden Steppenpferde der fliehenden Ungarn keine Chance. Die Zahl der getöteten Feinde hält sich in Grenzen. Und nüchtern betrachtet verdient die Auseinandersetzung von Riade nicht einmal die Bezeichnung Schlacht. Trotzdem ist die Signalwirkung, die von Heinrichs Sieg über die Ungarn ausgeht, gewaltig. Der Unbesiegbarkeitsnimbus der Magyaren ist nun gebrochen. Und die Steppenreiter selbst sind so demoralisiert, dass sie zu Lebzeiten Heinrichs des Ersten keinen neuen Angriff auf das Reich mehr wagen. Der knapp 16-Jährige war seinen Verwundungen erlegen und zusammen mit seinem Pferd bestattet worden. Gut 1000 solcher Reitergräber hat man bis heute im alten Siedlungsgebiet der Ungarn freigelegt. Beleg für die innige Beziehung zwischen den Nomadenkriegern und ihren Pferden. Besonders bemerkenswert ist bei dem Gnadendorfer Grab eine Handvoll Silbermünzen, die man unter dem Schädel des Toten fand. Sie alle stammen aus der Zeit um 900. Sie alle wurden in Franken oder Italien geprägt und sie alle sind durchlocht. Diese wurden auch nicht als Münzen genutzt, sondern sie wurden als Zierate verwendet. Das heißt, sie wurden durchgebohrt und sie wurden entweder an der Kleidung oder an die Zahnzeuge aufgenäht. Es gibt eine Sache, das heißt die Repräsentation. Also der reiche Mann sollte sich repräsentieren. Also das sehen wir auch heutzutage. Man fährt ein Ferrari oder ein Lamborghini. Also, und man konnte ein Pferd haben, ein schönes Pferd, aber man sollte daran auch Zahnzeug haben, das vom Gold glänzt. Im Sommer 926 ist es wieder einmal Sachsen, das von den Ungarn heimgesucht wird. Heinrich hat noch immer kein Mittel gefunden, den heidnischen Reiterhorden Einhalt zu gebieten. Er flieht mit seinen Männern in die bei Goslar gelegene Festung Werla und hofft so, den Pfeilen der Ungarn zu entgehen. Heinrich harrt hinter dicken Mauern aus, während die Ungarn seine Dörfer niederbrennen. Selbst der sächsische Hauschronist Widukind von Corvey muss in seiner Sachsengeschichte der Res Geste Saxonicae die Schmach des Königs eingestehen. Die Ungarn steckten Burgen und Flecken in Brand und richteten aller Orten ein solches Blutbad an, dass eine gänzliche Entvölkerung drohte. Der König aber vertraute seinen ungeübten und im offenen Krieg mit so einem wilden Stamm unerfahrenen Kriegern nicht. In dieser scheinbar hoffnungslosen Lage kommt Heinrich der Zufall zu Hilfe. Bei einem kleinen Scharmützel fällt seinen Männern ein ungarischer Heerführer in die Hände. Ihr Gefangener entpuppt sich als junger Stammesfürst. Schau, was sich bei uns im Wald verirrt hat.
ihn weg. Ein Glücksfall. Spricht doch einiges dafür, dass dieser Ungar ein Sohn des legendären Großfürsten Arpad gewesen war. In Chronik vom Widukind heißt einer der Vornehmen von Ungarn. Das konnte sehr leicht einer der Söhne von Arpad sein, aber es konnte auch ein anderer Vorname sein. Es ist ganz sicher, dass diese Person sehr wichtig für die Ungarn war. Die Söhne Arpads sind in den Augen der Ungarn Halbgötter. Wie viele Steppenvölker glauben auch die Magyaren, dass ihr Stamm seine Herkunft der direkten Vereinigung von Mensch und Tier verdankt. Ein falkenähnlicher Raubvogel, der sogenannte Turul, soll, so geht die Sage, eine Stammesschönheit geschwängert und damit die Dynastie der Arpaden begründet haben. Und Heinrichs Gefangener könnte ein Spross dieses von den Ungarn als heilig verehrten Fürstengeschlechts sein. Denn tatsächlich sind die Ungarn nun bereit, mit Heinrich zu verhandeln. Für die Freilassung des Fürstensohns bieten sie dem Sachsen einen befristeten Waffenstillstand an. Der König willigt ein, auch wenn er für diese Atempause teuer bezahlen muss. Die Ungarn fordern für ihre neue Friedfertigkeit eine jährliche Tributzahlung. Heinrich erkennt genau, dass er mit seinen Kriegern gegen die Ungarn nicht bestehen kann. Sie sind nicht genügend vorbereitet. Er braucht Zeit, er braucht eine Frist, um die entsprechenden Vorbereitungen vornehmen zu können. Und deshalb muss er dieses Abkommen mit den Ungarn schließen. Kurze Zeit später, im Herbst 926, lädt Heinrich die Großen seines Reichs zum Hoftag nach Worms. Hier will er sich mit ihnen über das weitere Vorgehen gegen die Ungarn abstimmen. Wichtigster Baustein der in Worms beschlossenen Abwehrstrategie ist die sogenannte Burgenordnung. Im ganzen Reich sollen Fliehburgen der Bevölkerung im Falle eines Angriffs Schutz bieten. Denn so viel weiß man aus den bisherigen Zusammenstößen mit den Ungarn, für längere Belagerungen fehlt den Reiterhorden die Geduld und das Know-how. Der Bau dieser Befestigungsanlagen obliegt nicht dem Adel, sondern kriegstauglichen Bauern. Sie müssen aus ihren Reihen einen Burgwart bestimmen. Von der Landarbeit befreit, ist er für den Erhalt und die Bevorratung der Wehranlagen zuständig. Und nicht zuletzt für das regelmäßige militärische Training seiner Gefährten. Die Burg wird so zum Sammelplatz, zu einem Ort, an dem man sich nicht nur im Gefahrenfall trifft, sondern auch zu Gerichtsverhandlungen und großen Gelagen. Doch mit solchen Schlupflöchern allein kann Heinrich sein Reich auf Dauer nicht vor den beutesuchenden Ungarn schützen. Ebenso wichtig wie Burgen, in denen das Volk Zuflucht finden kann, ist ein Heer, das stark genug sein muss, um den Angreifern auch auf dem offenen Feld die Stirn bieten zu können. Nur gegen die schnellen Pferde und Pfeile der Ungarn konnten seine in Leinen gehüllten Fußtruppen bislang wenig ausrichten. Heinrich reformiert das schwerfällige ostfränkische Wehrsystem radikal. Das Kriegshandwerk wird professionalisiert.